Moin zusammen, da sind wir wieder. Ja, hier sieht es noch sehr chaotisch aus. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aufzuräumen. So richtig aufzuräumen. Ich wollte euch heute vorstellen, ich habe mir eine Metallbandsäge gekauft. Habe lange geschaut im Internet, hin und her überlegt, weil diese Metallbandsäge schon recht teuer ist von der Firma Apple. Und dann schauen wir uns das ganze Ding einfach mal an, bauen wir mal auf. Mit Bedienungsanleitung. So. Noch ein bisschen unordentlicher, aber. Da ist das gute Stück. Schauen wir mal, was hier raus. Ach, hier mit einer Mütze dabei als Werbegeschenk. Ich dachte, das war witzig, ne? Ich bin zwar kein Mützenträger, aber schauen wir mal. Und noch ein Kalender, wie ich sehe hier. Auch nicht schlecht. 2021. Oh, der anpinnen, ne? So. Sehr gut anpacken. Der alte Griff, der da gegeben ist. So. Erstes aufgefallen ist, ich muss mal genauer anschauen. Was mir aufgefallen ist, ein bisschen locker, ne? Ich hoffe nicht, dass es so zu viel Spiel immer hat. Man hat ja schon ein bisschen einen Kraftaufwand. Das müssen wir mal nachher testen. Aber das finde ich schon mal nicht gut. So, kontrolliert wurde ich auch. Naja, das ist da wohl nicht aufgefallen. Das finde ich schon. Naja. Aber sie macht einen sehr stabilen Eindruck, muss ich sagen. Mit einer Feder zum Arretieren. Wenn ich den rausziehe, müsste die hochspringen. So. Genau. Gut ist auch, dass das Sägeblatt schon eingespannt ist. Ne? Schauen wir das Sägeblatt mal an. Hier sind noch die Einstellungen. Je nachdem, was man für Material dann sägt, kann man das dann schön einstellen.
Ja, dann schließen wir das mal an. Der Schraubstock ist ja auch sehr leicht öffnen, muss ich sagen. Dann testen wir es mal. So, habe die Maschine mal angeschlossen und diverse Schrauben nochmal nachgezogen. Was ich nicht so gut finde immer noch ist, dass der ein bisschen Spiel hat und dass der Handgriff, also man kann hier gut anpacken und die Maschine leicht heben, also ganz leicht, bloß was ich nicht so gut gelungen finde ist, dass die Gewindeschrauben schief drin sind. Das ist so, sind so zwei Mängel, die ich schon festgestellt habe. Und jetzt haben wir das mal, stellen wir mal auf die geringste Stufe. Hiermit kann man den dann betätigen. Dann schauen wir uns das mal an. Langsam, das ist tatsächlich geht, machen wir mal auf die Hälfte. Ist ein bisschen schneller. Und jetzt stellen wir auf volle Pulle. 75. Macht an sich einen guten Eindruck, ist auch nicht so laut die Maschine. Damit haben sie auch Werbung gemacht, dass sie nicht so laut sind. Das Sägeblatt kann man hier wechseln, muss man mit einem Kreuzschlitz dabei. Das wollte ich jetzt erstmal nicht machen. Ich wollte einmal testen allgemein, wie die Säge so ist. Und das erste Werkstück können wir dann gleich mal sägen. Genau, hier kann man noch mal lösen. Das an sich ganz gut gemacht. Dann hier die Skala. Ich kann es leider nicht so weit ausholen, weil ich hier noch alles rumstehen habe. Das wird alles noch, ist alles noch im Aufbau. Aber der erste Eindruck ist ganz gut. Na gut, bei dem Preis sollte es auch passen. Hier sehen wir die Säge schon auf dem Tisch, den ich geschweißt habe. Und dementsprechend ja, habe ich die Säge schon benutzt. Ne? Jetzt zeige ich euch mal einen Sägeschnitt. Nicht wundern, der Schuppen sieht immer noch aus wie Sau. Das ist alles noch im Kommen. Ich habe ein Rundeisen, 15 x 2 mm dick. Das schneiden wir gleich mal. Schneiden wir direkt auf 45 Grad. Kann man auch sehr schön sehen hier. Und ich muss sagen, die Anzeige ist schon sehr genau. Habe ich mit dem Winkelmesser schon nachgemessen. Und dann stellen wir es mal ein und sägen das erstmal. Das Ganze sägen wir jetzt mal so ohne Spray, also Schneidöl,
am Arm. Sehen, ja. Okay, einen ganz kleinen Grat sieht man hier noch, aber das ist kein Problem. An sich aber sehr gut geschnitten. Ja, jetzt haben wir jetzt 45 Grad geschnitten und jetzt stellen wir es nochmal um. Auf quasi 0 Grad. Ich habe mir so einen kleinen Pinsel, Malerpinsel besorgt, wo ich das so ein bisschen sauber machen kann. So, etwas lösen. Gar kein Problem hier bei der Maschine. Und einfach rüberziehen auf 0 Grad. Na, da ist ein bisschen Dreck zwischen hier. So. Also Späne. Ne? Späne dazwischen. Und jetzt ziehen wir das Ganze mal gerade ab. Ich muss einmal messen hier. 75. Wie ihr seht oder hört, und die Schnittgeschwindigkeit ein bisschen verändern. Ne? Aber an diesem Fall ist es ein bisschen. Das sieht doch gut aus, oder? Demnächst machen wir das Ganze nochmal mit ein bisschen Schneidöl. So Kleinigkeiten gehen eigentlich ohne Probleme. Aber zur Schonung vom Sägeblatt ist es doch besser, Schneidöl zu verwenden.